Gerade eben in diesem Moment wird Dieter nur heftig kritisiert. Es geht um ein Video, in welches wir gleich gemeinsam reinschauen werden. Und die Kritik kommt vor allem von Seiten Baerbocks und dem Auswärtigen Amt. Besonders über die Medien, aber auch im Internet wird diese Kritik geäußert. Im Fernsehen wird sozusagen gesagt, Dieter Nuhr hätte jetzt eine Grenze überschritten. Er würde mit Methoden arbeiten, die die AfD fördern würde und vor allem auch nicht der Wahrheit entsprechen. Und darüber können Sie sich gleich selber ein Bild machen, wenn wir reinschauen, ob Dieter Nuhr recht hat oder nicht. Und die zweite Kritik, die man vom Auswärtigen Amt hört, ist, dass er sozusagen Internas ausgeplaudert habe, dass er sozusagen Hintergrundinformationen, welche eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, letztendlich weitergegeben hat. Sollten sich die Angaben von Dieter Nuhr bestätigen, dann wird es so richtig rund gehen, das kann ich jetzt schon prognostizieren, nämlich dann wären die Entwicklungshilfeausgaben des Auswärtigen Amtes noch viel, viel höher als bisher angenommen. Und die AfD hat auch bereits angekündigt, dass sie dann entsprechend gegen das Auswärtige Amt bzw. gegen Annalena Baerbock vorgehen werden. In welcher Form auch immer, das wird jetzt gerade eben untersucht und geprüft. Jetzt würde ich aber sagen, wir schauen in dieses aktuelle Video. Lassen Sie davor noch ein Abo da, so verpassen Sie keine Informationen in Zukunft. Und jetzt schauen wir rein. Annalena Baerbock ist aus dem islamischen Kulturkreis zurückgekehrt. Sie hat den Feminismus in den Sudan gebracht. Das ist ja viel im Ausland und das ist gut. Viele Menschen finden es prima, wenn Frau Baerbock im Ausland ist, dass sie wiederkommt. Das ist oft das Ärgernis. Deutschland bezahlt momentan 8.160 Projekte auf der ganzen Welt. Nicht nur Radwege in Peru, die die Klimaerwärmung stoppen sollen, das werden sie sicher tun. Da bin ich ganz sicher. Und genau jetzt im Video kommt der Moment, der für solch eine Aufregung sorgt, in den Medien, aber auch beim Auswärtigen Amt. Natürlich werden wir uns den gleich gemeinsam anschauen. Davor habe ich aber noch eine Frage an Sie. Ist Ihnen auch die Kinnlade runtergefallen, als Sie das gehört haben, dass Deutschland in aller Welt über 8000 Projekte finanziert und unterstützt? Das ist meiner Meinung nach eine gewaltige Zahl. Wir reden hier von Milliarden von Euros, die bisher so in den Medien noch überhaupt nicht genannt wurde und bisher verschwiegen wurde. Und genau hier setzt auch die massive Kritik an, die gerade eben auf Dieter Nuhr hereinprasselt. Ihm wird sozusagen vorgeworfen, dass er mit Internas arbeitet, also mit Informationen, die eigentlich nur im Auswärtigen Amt bekannt sein dürften und dass er sozusagen diese Informationen veröffentlicht hat. Wenn Sie mich fragen, ist das vollkommener Blödsinn, schreiben Sie doch mal Ihre Meinung in die Kommentarbox. Und jetzt schauen wir rein in die zweite Enthüllung, die Dieter Nuhr in seinem Video macht. Wir zahlen aber auch zum Beispiel 46 Millionen für die Beschäftigungsförderung von Frauen für die grüne Transformation in Afrika. Oder wir zahlen 3 Millionen für ein Programm zur Inklusion gesellschaftlich benachteiligter Personengruppen in Asien. Bloß, dass das deutsche Staatsaufgaben sind, das war vielen Bürgern bisher nicht bekannt. Und jetzt ist der Moment, wo ich ganz ehrlich zu Ihnen sein muss, liebe Zuschauer. Als Dieter Nuhr diese Zahl genannt hat, 46 Millionen Euro für Frauen in Afrika, um die grüne Transformation zu unterstützen, da ist mir wirklich der Kragen geplatzt. So etwas macht mich persönlich einfach nur noch fassungslos. Ich kenne zahlreiche Personen in meinem Umfeld, welche nicht mehr über die Runden kommen, welche nicht mehr wissen, wie sie überhaupt noch die Heizkosten in Deutschland bezahlen können. Und dann schmeißen wir Milliardenbeträge im Ausland aus dem Fenster, wenn man es so ausdrücken kann. Geht es Ihnen denn genauso, geben Sie doch dem Video einen Daumen nach oben und ganz wichtig, verbreiten Sie dieses Video auch. Von dieser Ungerechtigkeit muss am besten ganz Deutschland erfahren. Das ist jetzt alles, was ich zu sagen habe. Ich informiere Sie über alle weiteren Informationen. Bis zum nächsten Video.